Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen, meine Lieben. Viele bezeichnen mich als desillusionierend und auch das Buch des Lichts als desillusionierend. Die haben völlig recht. Ich nehme euch die Illusion, ich reiße euch den Schleier der Isis vom Gesicht. Und für viele ist das zu viel. Da kann ich ihm nur sagen, da müsst ihr woanders suchen. Wir reden heute über die Illusion der Einheit. Gibt es wirklich eine Einheit? Will ich mal was sagen, wenn der Mensch zeitlos ewig leben könnte, ohne diesen Zustand sozusagen zu erleben in der Gemeinschaft oder mit jemand anderem, dann würde er das auch wählen. Denn der Mensch will nur eins. Er will, dass sich dieser Zustand nicht ändert. Und das ist eben das Nichtwissen, das er hat über die Realität der Dinge. Ja. Und weil der Mensch glaubt, dass in diesem Zustand das wahre Glück ist, kommt Kunst, Philosophie, Religion, Wissenschaft und so weiter. Politik, Banken, alles. Nur um sich festzukrallen auf einer Ebene der Vergänglichkeit, die einem immer und immer wieder entrissen wird. Ja, jede Sekunde kann das kommen. Kann jetzt auch zur Seite kippen. Alt genug bin ich. Ja? Und die Zeit ist doch vielleicht wohl gekommen, meine Lieben, die Sache mal zu definieren, in welchem Zustand befinden wir uns eigentlich. Wenn ich mir so manche vedische Schriften anschaue, dann klammern die sich auch immer noch an einen Zustand, der der Veränderung unterliegt, nämlich, wir sagen vom Buch des Lichts, die Ebene der Nicht-Irgendetwasheit. Krishnaiten und Brahman sagen, die größte Nähe zu Brahman und Krishna, das stimmt. Wunderbarer Zustand. Voller Glück. 10.000 Milliarden Mal glücklicher als irgendein Orgasmus auf der Welt. Das war, das war. Na prima, dann haben wir es doch. Leider auch vergänglich. Der wahre Held, der wahre Kämpfer sagt, was, wie kann ich, denn auch aus diesen Zuständen kann man erstens fallen, auch da gibt es, fanden die ersten Kriege statt, kann man mal sagen, ja im Himmel, laut Bibel, laut Koran auch, im Himmel, nicht in der Hölle. So, wollen wir mal hier auf Erden bleiben? Wir fühlen uns allein, einsam. So. Die Frage ist, warum? Weil wir glauben, in dieser Welt der Getrenntheit, die uns so gefällt, sagen wir, das möchte ich immer haben, das gefällt mir. Und erleben immer wieder, ganze Nationen, Kulturen und so weiter, wie alles wieder entrissen wird, die Kulturen, und die atlantischen, lemurischen und auch auf der Mondkette, auch auf der Siruskette und so weiter, alles im Buch des Lichts erklärt, ist wunderbar. Aber hat den Geruch der Vergänglichkeit. Nicht nur wollen wir uns hier immer verankern, wenn es geht, sondern wir wollen auch, wir suchen auch Einheit. Wir empfinden hier jeden Tag das Gefühl der Getrenntheit. Und glauben, dass das Heilmittel, die Pille, die Spritze, die, ja, das Wundermittel ist Einheit. Wir erfinden einfach ein Wort, das überhaupt nicht zutrifft. Und sind dabei so dumm wie jemand, der ins Wasser taucht und jetzt sagt, oh, das ist so feucht, ich möchte das nicht mehr. Und er erfindet ein Wort, Trockenheit. Und such's im Wasser. Du kannst eine Einheit in der Welt der Getrenntheit nicht finden. Unmöglich. Unmöglich. Auch in den höchsten Himmelsebenen kommt das auf Wiedersehen.
Nun könnte man sagen, ja, ist doch wunderbar, komme ich halt wieder. Stimmt, stimmt übrigens. Kannst du auch aus den hohen Himmelsebenen fallen und tiefer auch höllenmäßig und so weiter. Und wenn du dich vernünftig verhältst vielleicht dort, wirst du immer wiedergeboren in einem der hohen Himmel oder auf Erden, im günstigen Karma und so weiter und so weiter. Weil ständig die, das ist ja die Natur der Veränderung, dass du dich ihr immer wieder neu anpassen musst. Es sei denn, du hast einen Zustand erlangt, der jenseits der Welt der Erscheinungen ist. Und den erlangst du in der Seelenatemmeditation. Dann sagst du nicht mehr, du bist Einheit. Das ist die wahre Gesundung, das ist die wahre Heilung. Du sagst nur, ich will das Gefühl der Getrenntheit nicht mehr haben. Aber nicht, indem du sozusagen den großen Doktor spielst und die Sache vorwegnimmst, sagst, indem ich Einheit habe. Mit wem? Womit? Die Zeit ist gekommen, meine Lieben, alle Systeme im Universum mal darauf aufmerksam zu machen, samt ihrer Außerirdischen, dass sie sich in einem Zustand der Veränderung befinden. Karma und Reinkarnation wirkt hier genauso wie auf dem Planeten Venus, wo die Wesen im Augenblick etwas feinstofflicher sind. Gut, lassen wir es. Alle unterliegen dem gleichen Gesetz. Der Getrenntheit, der Auflösung, der Zerstörung. Und nicht wissend, wo die Wahrheit ist, stürzen sie sich immer wieder in die sich verändernde Materie. Da gibt es jemand auf unserer VK-Seite, der sagt, irgendwann wird sich das Universum fixieren, ja, glaubst du. Das wäre ja furchtbar, wenn ein statischer Zustand geht gar nicht. Also, Veränderung ist in dieser Welt, in der Hölle, auf Erden und im höchsten Himmel. Und überall werde ich Getrenntheit empfinden, auch in den höchsten Himmelsebenen. Der Buch des Lichts lehrt, auch die höchsten Engel werden sich einmal zusammenrücken, wenn alles in den Urgrund aufgesogen wird. Und dann bleibt wieder die sogenannte heilige Dreieinigkeit. Der Urgrund, alle Wesenheiten und die Urmaterie. In der Urmaterie ist die Matrix, die Manifestation aller Verlangenszustände erlaubt. No problem. Natürlich werden diese Strukturen einem immer wieder entrissen, das ist ja klar. Wenn eine Wesenheit genug hat, im Mineralreich, von selber auch, dann bietet sich ihr, wenn sie das Verlangen überwunden hat, das Verlangen des Pflanzenreiches. Jetzt könnte man sagen, dann des Tierreiches, Menschreiches, Engelreich. Dann könnte man sagen, die ganz oben lösen sich von allem. Ich hoffe es. Was wäre der Rat, den Zustand der Getrenntheit oder, selbst wenn Einheit ist, die Überwindung der Angst vor der Getrenntheit, das zu nehmen. Das ist nicht das Versprechen der Einheit. Das haben wir nur so erfunden, dieses Wort. Wir wollen in der getrennten Welt einen Zustand, den es nicht gibt. So wie im Wasser jemand nicht das Trockene findet. So, und das Beispiel ist wunderbar. Wo findet er denn das Trockene? Weil ihn das Feuchte so widerlich ist oder was auch immer. Ja, wenn er rausgeht aus dem Wasser. Das heißt also, es gibt eine Situation, die jenseits von Leben und Tod ist. Und das ist die sogenannte lebensfreie Situation. Und das hat bis heute, haben nur wenige Menschen noch bedacht, das Leben oder das Verlangen nach dem Leben eigentlich sofort, das ist eigentlich das Verlangen nach Leiden. Weil es Glücksmomente gibt in dieser Welt ohne Frage. Weil man aber das Leidhafte dieser Glücksmomente noch nicht ganz verstanden hat, klammert man sich immer wieder dran. Nehmen wir mal einen Fresssack. Der frisst und frisst. Das schmeckt gut. Jetzt hat er schon, das ist schon zum Arzt, Blutdruck, Dings und alles. Aber,
Sobald er nichts zu essen hat, sobald er wieder Hunger hat, sobald er wieder gierig ist, dann greift er es doch wieder. Weil es ihm einen augenblicklichen Glücksmoment des Gesättigtseins vermittelt. Und in der Tat gibt es in dieser Welt ganz schön viele Glücksmomente, selbst erlebt. Ein unbändiges Verlangen erfüllt dich und bekommst die Erfüllung, sei es eine Frau, sei es Essen, sei es Trinken, sei es Drogen, sei es dies und das. Und es findet eine Sättigung statt. Man sagt ja sogar, ich bin befriedigt. Eigentlich will man den Zustand des Friedens von dem verlangen. Wenn du das genau nimmst. Eigentlich, tiefer gesehen, jemand, der Hunger hat, will eigentlich frei sein vom Hunger. Ja? Lassen wir jetzt mal das Vergnügen der Sättigung, das Genießen beiseite. Eigentlich will er das Gefühl loswerden und sagen, ach, jetzt bin ich satt. Oh, oh. Jetzt geht's mir besser. Jemand verlangt nach einer Frau oder einem Mann und was, sie haben Sex. Oh. Jetzt liegen sie nebeneinander und genießen das Freisein vom Verlangen. Entschuldigung. Oder? Die Adern, die Gefäße weiten sich. Der Blutdruck sinkt. Man ist wie in einem, der Mann mehr als die Frau, wahrscheinlich wie in einem Taumelschlaf. Um wieder bewusst nach außen denken zu können, raucht man. Zum Beispiel. Warum wohl? Weil die Adern sich dann verengen durch das Nikotin und das Blut schießt stärker in den Kopf. Zum Beispiel. Meine Lieben, das heißt also, das Verlangen, den Ausruf, die Worte zu sagen, ich will Einheit, das ist schon falsch. Das ist schon der Irrtum. Wenn du sagst, ich will eine Beendigung des Gefühls der Getrenntheit, das ist okay. Aber daraus zu folgern, dass Einheit die Lösung ist, ist falsch. Was ist dann die Lösung? Das Wort wurde bereits gesagt. Das sich lösen von dem du glaubtest, dass es dich glücklich macht. Das können ganz wenige auf Erden. Ja, kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Ich habe diese für mich vollkommene Botschaft vom Johann erhalten. Und ich mache mich auf dem Weg. Entschuldigung, wie viel Leben es dauern mag, das weiß ich nicht. Aber ich bin auf dem Weg. Ich sage dir, ich bin auf dem Weg. Und viele, die das Buch des Lichts haben, sind schon viel weiter auf dem Weg als ich. Aber man muss erstmal nicht fragen, was bin ich, sondern was bin ich nicht. Was ich also stehend und vergehend wahrnehme, bin ich nicht. Ich könnte zu einem Sonnengott gehen, unserem, sagen wir mal, Brahma von unserem Universum, hier von unserem Solar System. Könnte ich in der Meditation hochgehen, falls mir das gelingen würde, falls ich schon diese Siddhi habe, ja? Ich könnte sagen, wer bist du? Und sagte, ich bin die Sonne, ich bin der Herrscher des Universums. Sag, weißt du, wie du hierher gekommen bist? Vielleicht würde er sagen, nein. Sag, du hast dich in die Materie gestürzt, hast das ganze Feuer, die ganze Materie für dich beansprucht, aber andere kamen nach. Wollten auch ihr Teilchen haben. Im Falle des Sonnensystems vielleicht 7, 8, 10 Planeten, ist egal wie viel. Und dann kamen die Lipika, die Herren des Karma. Und du wolltest die alle verbrennen. Haben die gesagt, Augenblick mal, du im Zentrum, die anderen drumherum. Du kannst sie nicht verschlingen, sie können nicht entfliehen. So entsteht dein Sonnensystem. Vielleicht weiß er das gar nicht, ich weiß nicht. Aber eins ist sicher. Eines Tages wird es ihm gelingen, alles zu verschlingen. Unser Sonnensystem, sagen wir mal. Immer von anderen nicht. Eines Tages stürzt die Erde in die Sonne oder ihre Kette. Ja? Es ist also, es ist von Anfang an ein Kampf ums Überleben. Erzähl mir keine rührseligen Geschichten von Gott, der vollkommene Schöpfer im Himmel und so. Das ist alles Quatsch. Du bist Gott.
Und du hast dich in die Materie gestürzt. Ich habe diese Form verursacht. Du hast diese Form verursacht. Und weil du unvollkommen bist, ist deine Schöpfung unvollkommen. Ganz egal, wie viele andere Mächte auch damit daran beteiligt waren, gebe ich zu. Manasaputras, Astralengel und so weiter für die entsprechend deines Verlangenszustandes. Ja klar. Schau mal, und du hast dann dich schon mit diesen unterschiedlichen Hüllen umgeben. Versuchst sie zusammenzuhalten, die werden immer wieder entrissen. Immer wieder verlangt es dich nach ihnen, immer wieder kommst du wieder durch ein neues Elternpaar oder jetzt, wenn die Menschheit immer androgyner und geschlechtsloser wird, durch Selbstteilung, durch Sporung und was es auch alles gibt, alles im Buch des Lichts erklärt, keine Frage. Du versuchst das Gefühl der Getrenntheit zu lösen, indem du das Wort Einheit erfindest. Indem du dir das, von dem du getrennt bist, anschaust und sagst, das mit vereine ich mich wieder. Sei es Besitz, sei es Geld, sei es Sachen, Grundstücke, Möbel, was weiß ich. Schau mal, ich befinde mich hier, ja, umgeben von Möbeln. So. Und habe einen gewissen Bezug dazu. Ich will eine gewisse Einheit. Menschen, die sich sehr identifizieren mit dem, was sie gar nicht sind, sondern mit dem sie nur Einheit wünschen, die kriegen schnell eins auf die Mütze. Spätestens, wenn ihnen alles entzogen wird. Wird ja entzogen. Entweder durch Gesetz, durch Schicksal, durch Karma oder am Ende eben im Tod. Dann sitzen sie dann am Bett, halten die Hände und weinen. Und die Erinnerung auch an die schönen Stunden verursacht die Wiederkehr. Und die Schnauze voran, da kommt er wieder, der Tod. Ja. Ja, wenn Steißbeinlage ist, wie bei mir, ich bin 5 cm zu klein oder sowas, meine Unterschenkel sind in Utero nicht gewachsen, ich weiß nicht, meine Mutter die Treppe runtergestürzt. Während der Schwangerschaft. Erst als ich erkannt habe, was los ist, habe ich sie nicht mehr dafür beschuldigt. Das ist ja klar. Mein Karma, nicht hier. Ja, hier ist auch, aber hier. Ja. Kind ist nicht das Produkt seiner Eltern, brauchst nicht denken. Und schau mal, als Baby, wenn du rauskommst, sofort grabst du nach der Mama und willst an der Brust nuckeln. Warum? Na, weil du Getrenntheit empfindest. Und selbst wenn du in dem Augenblick keinen Hunger hättest, spürst du, da ist das, mit dem ich mal eins war. Und jetzt bin ich auch, jetzt ist sie da. Schnell wieder ran. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich zu meiner Mutter gesagt, mach die Beine breit, ich will zurück. Ich habe mit dieser Welt nichts zu tun. Sagt sie, Antonio, zu spät. Bist du da? Mach das Beste draus. Und meine Lieben, ich muss es leider so sagen. Wir befinden uns alle in einem großen Irrtum, in dem wir in dieser Welt Einheit suchen, uns in die Materie verkeilen, Kunst, Wissenschaft und so weiter, Maschinen erfinden, wir kopieren eh nur die Natur, selber hat der Mensch fast kaum Ideen, also Quatsch, kopiert die Natur. Auch mit dem Computer, könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Gut. Warum? Weil wir mit dem, worüber wir uns jetzt hier, worin wir uns befinden, eins sein wollen. Wenn wir den Planeten genug verdreckt haben, wie das jetzt passiert, in dieser geisteskranken Welt, regiert von Geisteskranken, ja, dann haben wir Raketen, dann können wir unsere Kacke, Entschuldigung, woanders ablagern. Ja? Und überall, meine Geliebten, ob hier, ob in einer Rotverschiebungsgalaxie, ob in einem Paralleluniversum regiert ein Gesetz der Veränderung. Und wiederum erzeugend das Gefühl der Getrenntheit in den Lebewesen. Und sie glauben, sie könnten es in der sich verändernden Welt lösen. Die Wahrheit ist aber, du kannst es nur, indem du dich löst von dem, was dir Leid verursacht. Nicht indem du diesen Zustand erhalten willst, zusammenstopfen willst, irgendwie, dass es doch noch geht. Nee, nee, nee.
Die meisten meiner Lieder handeln von Trennung. Ich kann ohne dich nicht leben. Oh Maria, ich hab dich lieben. Einsamkeit hat viele Namen und so weiter und so weiter. Und in den Liedern sage ich, wenn du wieder bei mir bist, dann geht's mir wieder besser. Mag sein. Und es ist ja auch, die Lieder sind ja auch gewissermaßen ein gewisser Trost. Ein Trostpflaster. Ja. Aber eigentlich ein Trostpflaster über eine Wunde, die sich nie schließt. Ja, das ist das Problem. Und weil dieser Trost ebenso vergänglich, wenn auch zunächst wirksam ist, wie das, worüber wir uns trösten wollen, nämlich das sich Verändernde, die ändernde Beziehung, dies und das und jenes, ist es letztlich immer noch keine Lösung. Das heißt, ich will nicht sagen, ich belüge die Leute mit meinen Hits, das will ich nicht sagen. Ich helfe ihnen ja auch. Aber mehr helfe ich ihnen eigentlich, indem ich sage, lass alles los, was dich das Gefühl der Getrenntheit, in dir das Gefühl der Getrenntheit erzeugt. Und manche werden sagen, na vielleicht finde ich doch noch irgendwo hier etwas, wo ich wirkliche Einheit habe. Nein! Aber ich wünsche dir fröhliche Suche, bitte mach. Ich kenne sie alle, vom Brückenpenner bis zum größten Staatsoberhaupt. Alle persönlich kennengelernt. So in der Hierarchie. Je höher, umso ärmere Schweine meistens. Eine Ausnahme war Helmut Schmidt. Den kannte ich. Axel Springer, komischerweise von der Bild-Zeitung. Ja, aber eigentlich ein Herr. Ich sage, Axel, was muss ich machen? Da hatte ich schon Millionen von Platten, damit ich auch weiterhin Schallplatten verkaufe. Da war der Max Schmeling noch da, hier im Springerhochhaus. Der Köhn-Lechner, gerade nach seinem Selbstmordversuch, der Heilpraktiker. Da sagt, kommt der Axel ganz nah zu mir und sagt da, du musst in die Wunde schreiben. Das mache ich. Ich schreibe in die Wunde. Jetzt frage ich euch, reiße ich damit nur mehr auf und tue dann das Pflaster auf? Aber das ist nun mal, wie so ein romantisches Lied funktioniert. Selbst die schönste Sinfonie von Beethoven. Oder selbst, ich will mich nicht vergleichen, meine Malibu-Sinfonie, die ich in Marbella komponiert habe. Könnt ihr sehen auf YouTube. Christian Anders Sinfonie. Malibu-Sinfonie. So. Auch das hat doch immer noch einen sehnsuchtsvollen Charakter. Und jetzt kommt die gewaltige Wahrheit, die kaum jemand hören will. Gerade auch davon musst du dich lösen, wenn du die Wahrheit willst. Vom Hören, vom Sehen, vom Riechen, vom Schmecken, vom Tasten und vom Denken, vom Fühlen. Die Wahrheit ist die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung. Es ist die Lebensfreiheit. Der Zustand jenseits des Lebens. Denn das Leben gibt es nur in der Welt der Erscheinungen. Aber da, wo wir, und das ist materiell. Auch die höchsten Himmelswelten, Entschuldigung. Wo wir herkommen, was du bist, ist mit Vorsicht gesagt immateriell. Ja? Der Urgrund ist immateriell. Wenn ein Push kommt vom Urgrund und dir das Universum erwacht wieder, nur kannst du sagen, dass die immaterielle Wesenheit sich in die Materie stürzt und je nach Erfahrung und Verlangen sich identifiziert mit dem oder nicht. Und die meisten Menschen heute, oder nimm mal einen Triebtäter, einen Verbrecher, einen Mörder, egal wie intelligent, die intelligentesten, was für die schlimmsten, kann sich so identifizieren mit einem Besitz, mit Geld und so weiter, dass er bereit ist, dafür die schlimmsten Taten zu begehen. Ja. Und der jeweilige Anhaftungszustand im Tode bringt uns auf die Ebene zurück, was sehr, sehr leidvoll sein kann bei bösen Menschen nach dem Tode auf Astralebenen
oder auch im nächsten Leben. Wenn die gesamte Entwicklung immer vergeistigter wird und zurück zum Urgrund und da plötzlich einer rumt da wie so ein Protz, Säufer, Fresser, Dings, alles und der ist plötzlich in einer feindlichen Welt. Wenn man den sieht, wenn man den gleich schnappt, hopp, du, was willst du? Ja, man wird immer empfindlicher, zum Beispiel jetzt den Ottomotor oder die Leute, die den Verbrennungsmotor erfunden haben. Mein Gott, die hat man wie Heilige behandelt. Heute spuckt man auf die. Ja? Aber früher rauchen, ich glaube, der Thomas, war die erste Zigarette, hat er nach Europa gebracht, oder? In die verschiedenen Staaten. Da war das ganz vorne. Wenn Leute rausgucken, sie so an. Wir haben eine Outdoor-Gesellschaft. Dass sie draußen hinstellen, kannst du rauchen. Naja. Also das heißt, was gestern noch gut war, ist heute antagonistisch. Es passt nicht mehr. Und so ist es mit der geistigen Entwicklung des Menschen. Es gibt gar keine Evolution, keine physische. Da hat sich Darwin geirrt, obwohl die Formen beschrieben werden im Buch des Lichts. Es gibt immer nur eine moralische. Die Formen, die wechseln. Tuck, 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 immer weg, weg, weg. Der Mensch ging immer aufrecht. Nie vom Affen. Niemals. Und den vielen Anthropologen, die da im Sand buddeln, würde ich mal raten, mein Buch Darwin irrt zu lesen. Amazon oder Kopp Verlag. Darwin irrt. Der Affe stammt vom Menschen ab, nicht umgekehrt. Und so weiter und so weiter und weil. Mein Lieben, an und für sich, ist das notwendig für den Loslösungszustand? Bei manchen ja, bei manchen nein. Beim Buddha haben viele gesagt, oder einige, bevor ich mich ganz löse, möchte ich nochmal wissen, wie die Welt funktioniert, sozusagen. Und er hat ihnen die Lehre des Buchs des Lichts gesagt, dann so, ach so, bis hoch in die höchsten Himmelsebenen der Geruch der Vergänglichkeit, egal wie fällt, welche Sinnesfreuden. Das heißt also, und das ist für die meisten sehr schwer zu verstehen, die Wahrheit ist jenseits des Zustandes der Sinnesfreuden. Das ist die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung. Wie kann ich jetzt diesen Zustand, wenn ich es mal bedenke, vielleicht mal versuchen, ausprobieren? Ja, indem ich mich jetzt hier nicht mehr eine Kugel im Kopf gebe, sondern jeden Tag ein bisschen meditiere. Auf meine Seelenarten-Meditation. Nehmt euch das kleine Heftchen, das kostet doch nichts. Ein paar Kreuzer da. Ich komme schon vor wie Dagobert Duck. Ein paar Kreuzer. Das heißt, ihr müsst den Loslösungsprozess in der Welt der Anhaftung geschieht der. Das verstehen viele nicht. Menschen, die ins Kloster gehen, machen das eigentlich richtig. Aber sie sind ja immer noch in der Welt der Anhaftung. Aber sie haben sich schon mal von den äußeren Sinnesreizen gelöst, haben noch die Organe der Anhaftung. Denn Augen, Nase, Mund, Ohren, Zunge, das sind ja Gehirn, sind ja Organe der Anhaftung. Die müssen stillgelegt werden. Oder können. Ja, ihr könnt mir auch selber mit dem Hammer K.O. schlagen, nicht mit einer Keule. Ja, Nirvana ist die bewusste Bewusstlosigkeit. Der normale Mensch wird bewusstlos gemacht nachts, wenn er ins Bett geht, und dann schaltet das Bewusstsein ab. Und der Körper atmet trotzdem weiter, oder? Wenn du meditierst, gelangst du in einen Zustand, wie in einem Tiefschlafzustand. Aber du bist da, du bist nicht weg. Und du näherst dich immer mehr der Wahrheit, dem körperfreien Zustand. Und wenn ich das sage, meine ich natürlich auch dem geistfreien Zustand, denn nach Buch des Lichts besteht auch die geistige Aura aus höchst feinstofflicher, beseligender, jawohl, ich will nicht sagen, Materie. Wer also die Wahrheit will, der löst sich auch von den höchsten Himmelsebenen. Das ist praktisch in der Seelenartenmeditation, werden alle Organe deaktiviert. Plötzlich hört der Atem auf. Und auf dem Weg dahin, und jetzt pass auf, was ich sage, kommt ein immer größeres Wohlsein. Jetzt könnte man einwenden, ja, ich soll mich da gerade davon trennen. Diese
diese Art des Wohlseins auf dem Loslösungsprozess ist zu empfehlen und ist schön, denn dann kommt der Quantensprung ganz am Schluss und man ist raus in der Welt, in der immateriellen Welt. Kann jederzeit im materiellen Körper zurückgehen. Der ist dort und atmet. Oder atmet nicht mehr, ist aber nicht tot. Es gibt eine schöne Geschichte von dem Buddha und seinem Mönch, der sich sehr schnell lösen konnte. Er hat ein paar Minuten gebraucht, okay. Wuff, war er weg. In der immateriellen Welt war er. Da kamen die anderen hin, Puls. Alles war still, alle war, ja, wie tot. Ich habe gesagt, der ist tot. Schade. Ich habe ein bisschen dahin gelegt, alles, wollte eigentlich anzünden, sagen, naja, na. Am nächsten Morgen läuft er durch den Ort und bettelt wieder. Oh, ist wieder auferstanden. Als Beispiel. Du musst dich von dem lebenden Organismus trennen, dann unterliegst du nicht mehr dem Tod. Denn es gibt gar kein Leben. Das ist ein Wort, das wir erfunden haben. Weil es eine Existenz ist, die mit der Leber zu tun hat, die ein wichtiges Organ im Körper ist. Warum sagen wir ein Leben? Du bist also ein Leber. Kein Lebender, du bist ein Leber. Eine Leberin, wenn du eine Frau bist. Aber es ist ein Sterbevorgang, der mit der Geburt beginnt, mit dem Tod endet. Das gesamte Universum, Ehre sei dem Buch des Lichts, befindet sich, beginnend vor 150 Billionen Jahren etwa, in einem Sterbevorgang. Entspringt dem Urgrund, der große kosmische Atem. Das kannst du auch in der Meditation, merkst du das auch und plötzlich gar nicht mehr. Manche machen das und sagen, nur ich habe abgebrochen, weil ich dachte, ich atme nicht mehr ein. Keine Ahnung. So. Und dann wieder zurück. Und wir sind ungefähr hier. Ein bisschen mehr. Und in etwa 150 Billionen Jahren verschwindet der ganze Spuk wieder. Dann verbleibt wieder der Urgrund, die Urmaterie und alle Wesenheiten. Und die Urmaterie ist die heilige Mutter Maria. In der symbolischen Geschichte. Wovon wird sie denn diese befruchtet? Von den Wesen, die den Urgrund verlassen. Sie befruchten die Urmaterie. Alles, was du hier siehst, sind Götter im Werden. Was um dir herum geschieht, wenn du die Stadt gehst, auch die Steine, alles sind Monaden in Aktion, sagen wir. Und das ist eine ganze Hierarchie. Es geht doch hier nur darum, meine Lieben, euch zu sagen, dass dieser Zustand kein ewiger ist. Und das teilt sich dann in drei Arten von Menschen ein. Die einen sagen, verdrängen den Gedanken, ach, jetzt lebe ich. So wie Gunter Sachs, den kannte ich. Der hat sie im Mund geschossen. Der hatte Angst, dement zu werden, mich stark getroffen. Ja? Warum? Der hat sich als Playboy, du weißt ja, das war ein Playboy, kannst ja googeln, so identifiziert mit dem Leben als Playboy, mit den Sinnesfreuden, die ja zweifellos da sind und die ja genossen hatten alles. Und als er merkte, irgendwas funktioniert nicht mehr, oder als er sich in den Spiegel geschaut hat, gesagt, die Veränderung, da hat er gesagt, bevor ich ganz mich verändere, mein Lieber, das. So, das ist die eine Art von Menschen, die sagen, ja, ich weiß Bescheid, das Leben ist vergänglich, und aber für mich, dann lebe ich halt so gut ich kann und nach dem Tod ist aus. Das ist ja ein Mensch. Dann kommen die anderen, die sind ein bisschen höher entwickelt schon, sind die Stoiker. Die, sagen wir mal, das sind die, die nicht zu sehr genießen, sondern die eigentlich sich irgendwie meditativ verhalten, aber die sagen, ja, ein Tod ist unausweichlich, dann sterbe ich halt. Und die Dritten sind die, die sagen, ich will nicht. Es muss doch einen Weg rausgeben.
aus diesem ständigen Wiederkommen, weggehen, sterben, geboren werden, leben, sterben. Oder wenn Lanu sagt, das ist ein Sterbevorgang, noch schlimmer, dann werde ich ja immer wieder gestorben, ich werde gar nicht geboren. Du wirst doch nicht geboren, du wirst gestorben! Und schaut mal, meine Lieben, es gibt ein Wissen, das man hat, über eine Situation, obwohl man sie selber noch nicht erlebt hat, die einem theoretisch dargelegt wird, kann man trotzdem urteilen, so ist es. Wann geht das? Ich rede jetzt nicht vom Glauben in der Bibel, dass man sagt, Jesus wurde an ein Kreuz genagelt, oder was natürlich nicht, alles nicht stimmt, aber das ist egal jetzt. Wann kann mir jemand etwas erzählen und ich kann schwören, das ist richtig? Wenn ich mich in der Welt umsehe, an Beispielen dafür, was er mir sagt, zum Beispiel, wenn er mir sagt, du wirst sterben, dein Körper wird sterben, so, ich nicht. Er sagt, schau dich um. Die werden alle sterben. Geh auf den Friedhof. Hast du in deiner Familie Menschen? Weil Menschen sterben, du bist ein Mensch, wirst du auch sterben. Man könnte für einen vernünftigen Menschen die Folge kommen, der hat recht. Ich muss ja nicht, ich bin zwar noch nicht gestorben, könnte der sagen, aber ich sehe ein, was er sagt. Und so müsst ihr, meine Lieben, die Lehre verstehen. Das gesunde Menschenverstand, darum das Buch des Lichts für Kinder, können wir sehen, müssen wir uns zunächst einmal von dem Wunsch lösen nach Einheit. Das ist das Schwierigste. Und was der Mensch mit Einheit meint, ist immer eine währende Einheit. Ja? Die ich in meinen Liedern auch beschreibe. Ich will dich für immer lieben. Ich will immer bei dir sein. Ja, wie immer, wann immer, wo immer. Im Himmel. Okay. Das heißt, der Zustand im Urgrund, der immaterielle Zustand, kann nicht beschrieben werden. Es ist auch keine Einheit mit einem Gott. Einheit mit einem Gott geht nur, wenn dieser Gott noch in Manifestation ist. Du bist ein Punkt ohne Ausdehnung. Vorsichtig gesagt. Und natürlich missfällt das den meisten Punkten ohne Ausdehnung. Die sagen, ich möchte Ausdehnung. Was machen sie? Das ist eine Materie. Dehnen sich aus. Als Mineral viele Leben lang, oder Kristalle, Gold, Silber, was es alles so gibt. Blei, ja. Alle möglichen Kristalle. Breiten sich aus. Sagen, nee, jetzt habe ich da genug ausgebreitet. Jetzt breite ich mich mal weiter aus ins Pflanzenreich. Breiten sich aus. Von der niedrigsten Kriechpflanze bis zur schönsten Rose. Nee. Was bietet mir die Matrix noch, die zeitlos ewige Unerschaffene? Nun, im nächsten Schritt, kein Problem. Die Kuchenformen sind alle drin. Alles haben. Dann geht er ins Pflanzenreich. Und Übergangssituationen gibt's dann. Er ist alle Flamme im Pflanzenreich, geht dann meinetwegen ins Tierreich. Gut. Und da gibt es dann Übergangssituation fleischfressende Pflanzen. Die Mobilität nimmt ja immer zu. Vom scheinbar bewegungslosen Stein bis zur wachsenden Pflanze bis zum mobilen Tier. Ja. Zum mobilen Menschen. Und natürlich gibt es die andere Hierarchie, wo man also in feinstofflicheren Hüllen, in Astralwelten mobil ist. Ja, gibt's alles. Das ist ja alles vergänglich. Das heißt also, gerade jetzt zu Weihnachten, mein Lieben, ist das Gefühl der Getrenntheit in den Menschen, und mal sagen, am schlimmsten, am verzehrendsten oft. Ja? Da empfinden sie es besonders, weil die Gesamtenergie
auf einer bisschen höheren Ebene liegt. Dann finden sie erst das Elend, ihr Elend, ob das nun Milliardär ist oder ein Penner unter der Brücke, wie man so sagt, Entschuldigung für das Wort, das macht keinen Unterschied. Und sie stürzen sich in eine Abwechslung, die sie diese Getrenntheit, das Gefühl der Getrenntheit, überwinden sie für eine Weile, gucken Fernsehen. Machen dies, machen das. Kaum ist das Ding aus, kommt das Gefühl wieder. Und das ist, was ist dann die große Lehre? Mal jetzt mit L-E-H-R-E. Du kannst das Gefühl der Getrenntheit, das dich so quält, nicht in der Welt der Getrenntheit überwinden. Das kann nicht klappen. Wenn du dich aber löst von alledem, von dem du glaubtest, dass es dich glücklich machen wird oder würde oder gemacht hätte, dann bist du richtig. Liebe und Licht. Und Liebe und Licht, lass sie in dein Herz hinein. Lass das Licht dich führen und dein Herz berühren. Glaub an die Liebe, vertrau dem hellen Schein. Und lass Liebe und Licht stets in deinem Herzen sein. Liebe und Licht folgen dir in deinem Traum. Lass das Licht dich führen und dein Herz berühren. Wie der Strom sich ins Meer gibt, kannst du ihm vertrauen. Lass nur Liebe und Licht tief in deine Seele schauen. Stell dir vor, alle Lichter werden zusammen, so dass das Licht die Nacht erhält. Menschen werden Brüder durch den hellen Schein. Liebe und Licht, sie erleuchten diese Welt. Lass das Licht uns führen, unsere Herzen rühren. Glaub an die Liebe, die in unsere Herzen fällt. Durch Liebe und Licht wird die ganze Welt erhellt. Stell dir vor, alle Lichter werden zusammen, so dass das Licht die Nacht erhellt. Menschen werden Brüder durch den hellen Schein. Denn durch Liebe und Licht wird die ganze Welt vereint. So, dass das Licht die Nacht erhält. Menschen werden Brüder durch den hellen Schein. Denn durch Liebe und Licht wird die ganze Welt vereint. Licht und Liebe und die ganze Welt sind eins.